Gott, unser Herr. In Bethlehems Stadt ist geboren Jesus Christ, der unser aller Retter ist. Er ist geboren in dunkler Nacht, hat allen Menschen Frieden gebracht. In fernen Ländern sind Kinder in Not, sie haben Hunger und doch kein Brot. Sie sollen menschenwürdig leben, mit eurer Spende könnt ihr es geben. Wir sammeln dieses Jahr vor allem für die Kinder in der Ukraine. Liebe Schwestern und liebe Brüder, auf ganz ungewohnte Weise treten die Sternsinger heuer an Sie heran, um den Segen Gottes für Ihre Häuser und Wohnungen und für das neue Jahr auszusprechen. Trotz Abstand halten und Lockdown wollen wir Ihnen verbunden sein. Wir bitten Sie genauso um Ihre Verbundenheit mit notleidenden Menschen und Kindern, Schwerpunkt Ukraine, aber auch so viele andere Länder in dieser Welt, die auf ihre, auf unsere Hilfe angewiesen sind. So danken wir sehr herzlich für das, was Sie heuer der Aktion der Sternsinger zukommen lassen und wünschen Ihnen diesen Segen, der eben ausgesprochen wurde. Und ein paar Segensworte darf ich persönlich noch hinzufügen. Der Herr segne unsere Stadt und unsere Gemeinde. Er segne eure Häuser und Wohnungen, die ihr auch eure Heimat nennt, euer Zuhause. Der Herr schenke euch den Frieden, der allein vom Gott der Liebe kommt. Der Herr schenke euch sein gutes Wort, das heilen kann und trösten will, damit die Not nicht Macht über uns gewinnt und übermäßig wird. Der menschgewordene Gott zeige euch den Stern der Zuversicht, der leuchten soll in dunkler Nacht. Der Herr vergewissere euch, dass er da ist und dass ihm und uns die Zukunft gehört. Ja, Gottes Segen begleite uns alle durch das neue Jahr 2021, verbunden mit viel Gesundheit und auch persönlichem Wohlergehen.